Hallo, ich bin der Andi und ich wurde gefragt, ob ich denn ein Industrial Dance Tutorial mache für die YouTube-User. Und habe ich natürlich zugesagt und ich sag's gleich, ich möchte es eigentlich relativ flott gestalten, weil es gibt da manchmal Tutorials, die gehen über mehrere Teile, aber ich sag, braucht man nicht, wenn ihr nochmal was angucken möchtet, einfach nochmal wiederholen, habt ihr unten extra so eine Leiste dazu. So, gleich zum Eingemachten. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt zur Industrial-Szene gekommen seid, weil ihr meinetwegen die Musik gut findet und dann auf YouTube oder sonst wo Leute gesehen habt, die tanzen können und ihr sagt so, möchte ich auch tanzen, dann geht es natürlich erstmal los mit der richtigen Musikwahl. Und ich habe schon auf sechs Lieder getanzt auf YouTube. Ich sag mal so, die könnt ihr eigentlich nehmen, die sind meiner Meinung nach relativ anfängertauglich. Oder wenn ihr ein anderes Lied nehmen möchtet, achtet halt drauf, dass es immer einen kontinuierlichen Beat hat, dass man nicht so aus dem Rhythmus kommt. Und natürlich sollte man das Lied auch, ich sag mal, mindestens zwei oder dreimal gehört haben, bevor man YouTube-taugliches Video drauf tanzen kann. Weil wenn dann Pausen drin sind, dann kann man eben in diese erstarrten Bewegungen gehen und wenn es weitergeht, dann eben also gleich richtig weitermachen. Und es schaut dann wesentlich besser aus, als wenn man dann immer überrascht wird. So, dann fange ich gleich mal mit der Beinarbeit an. Das ist eigentlich, sag ich mal, das Essentielle. Oder das muss eigentlich immer, wie im Schlaf muss das gehen. Und zwar mache ich das so, Beine leicht angewinkelt und dann quasi den ganzen Körper so ein bisschen hin und her schwingen lassen. Also immer so bom, 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 bom. Und was wir mit den Armen dann gleich machen können, ihr könnt die immer hier so überkreuzen. So, das ist schon mal, sag ich mal, die grundlegende Bewegung. Und die kann man eigentlich zu jedem Lied, kann man da im Takt mal mitschwingen, einfach, dass man ein bisschen Taktgefühl kriegt. Was man dann machen kann mit den Zehen, so hin und her schleifen und das quasi in die Bewegung mit einbauen. Und es ist ein bisschen blöd zu erklären, aber fertig schaut es dann so aus. Bom, bom, bom und dann rüberziehen und wieder gleich wieder zurück und dann auf dem Bein abfangen. Und rüberziehen und zurück und gleich auf dem Bein, ich sag mal, abfangen. Also nicht wirklich abfangen, aber halt auf dem Bein wieder weitermachen als Standbein. So. Bom, bom, bom. Das könnt ihr immer mal machen und irgendwann wird man da richtig sicher. Was ihr allerdings nicht machen solltet, was ich oft sehe, Headbangen, also dass man es wirklich so und dann den Kopf so mitbewegt, das schaut nicht so gut aus. Und die Schultern auch nicht bei den Armbewegungen oder so, oder immer so, also immer so zucken, das schaut auch nicht gut aus. Also immer so, also auch nicht starr bleiben, sondern immer schön, ich sag mal, locker flockig. Immer so hin und her. So, wenn ihr das einigermaßen könnt, dann machen wir am besten gleich weiter mit den Armbewegungen. Die Armbewegungen gibt es eigentlich keine festen Regeln dafür. Ich sag mal so, die sollten nur gut ausschauen und nach Industrial ausschauen. Und ja, ich mache einfach mal ein paar vor, langsam, damit ihr sie, sag ich mal, kopieren könnt, weil das ist eigentlich, was ich gemerkt habe, als Anfänger am leichtesten, wenn man erstmal, ich sag mal so, 5, 6 Moves einfach mal kopiert und dann sich von anderen Leuten welche rausschaut, die man gut findet und dann quasi sich so seine eigene Sammlung zusammenstellt und dann irgendwann natürlich auch selber anfängt, Moves zu kreieren, weil ich sag mal so, die Moves, die jetzt eigentlich mich als, also meinen Tanzstil ausmachen, die habe ich auch selber kreiert. Und einige davon waren eben aus misslungenen anderen Moves. Ich gebe mal ein Beispiel. Da wollte ich die Arme vorstrecken, habe es aber im Beat nicht mehr gepackt und dann sind sie so stehen geblieben. Und seitdem, also so nach außen. Und seitdem mache ich das eigentlich öfters oder sowas hier. Und wenn es halt einfach. Da wollte ich irgendeinen anderen Move machen, meinetwegen ausstrecken, und da ist er hier so stecken geblieben. Und da habe ich mir das Video dazu angeschaut und es hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Und so kreiert man auch wirklich neue Moves am laufenden Band dazu. Wenn man das, ich sage mal, einmal oder zweimal die Woche meinetwegen macht, reicht das schon. So, dann geht es mit den Armen weiter. Wir haben jetzt schon diese Grundbewegung hier, die sollte eigentlich ganz gut sitzen. Und dann geht es mit den Armen los. Ich sage immer, am einfachsten ist eigentlich der Ellbogen nach hinten und der Ellbogen nach vorne. Und dann könnt ihr meinetwegen zur Seite gehen und wieder zurück. Also das mal so als Grundmove. Hinten, Seite, vor, zurück.
Und das ist dann immer so ein bisschen so wechseln, einbauen, nochmal übertreten. Bom, 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 bom. Oder dann könnt ihr das auch andersrum machen, dass er zuerst vorne anfängt, dann hinter, dann zur Seite. Und dann, ja, meinetwegen wieder zurückgeht oder so. Also ich sag mal, Ellbogen hinten, Ellbogen vorne. Arm zur Seite strecken. Könnt ihr natürlich auch mit beiden Armen simultan machen. Also, na, bom, bom, bom. Oder, also, meinetwegen so, Arme hinter, Arme vor, Arme zur Seite. Dann, was gibt es noch für einfache Moves? Ja, einfach hier, also die Hände so vom Körper so quasi schwingen, ganz normal. Und dann immer auf einer Seite. Dann die Arme hoch, also so hoch mit dem Ellbogen. Und dann quasi von hier so aufrollen nach außen. Und das ist, sag ich mal, eine der vielen, also eine meiner Grundpositionen, weil von da kann man recht viele Moves machen. Von hier, also wenn ihr hier mal seid und nicht so seid, dann einfach hoch, aufrollen. Oder ihr geht einfach direkt aus der Bewegung vor. Und aus der Bewegung kann man viele Moves machen. Meinetwegen, man kann den hier machen. Man kann also so am Kopf vorbei. Man kann Kreuz, Arm strecken. Meinetwegen das Bein noch mit involvieren. Man kann ja die Arme so hin und her schwingen. Also so bom, bom, bom. Oder hier, wie so, wenn man einen Fußball in der Hand hat. Man kann. Ja, was gibt es noch? Ja, man kann zum Beispiel einfach den Ellbogen zurück oder so. Oder meinetwegen den hier machen. Und dann immer, also man kann immer wieder zurück. Wenn man hier ist, kommt man auch ganz leicht wieder, meinetwegen einfach so, in diese Grundbewegung rein. Und ich sag mal so, wenn man als Anfänger so eine leichte Grundbewegung drin hat, ist das, schaut es zwar nicht gut aus, aber das ist wirklich unglaublich hilfreich. Und wenn er denn das hat, dann könnte er meinetwegen oberhalb des Kopfes weitermachen. Dass man dann hat, dass man dann quasi diese ganzen Moves oberhalb des Kopfes hat. Meinetwegen, wenn er den hier hat. Ausrollt, dass man dann boom, die Arme ausstreckt oder wieder zusammenzieht, aus. Dann kann man hinter den Kopf gehen, kann sie ausstrecken oder man kann, was jetzt Cybrex relativ häufig macht und was ihm auch zugeschrieben wird, dass das sein Move ist, dass man quasi so einen Move nach oben macht. Und mir persönlich gefällt jetzt nicht so gut und ich mache ihn auch nicht, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr natürlich den Move machen. Oder was mir auch noch gut gefällt, ist, wenn man eine Hand oben hat und dann, also eine Hand dann so hinter den Rücken nimmt und dann hier runterkommt. Bam, bam. Und dann so quasi eine kurze Zeit einhändig weitermacht. Und dann einfach die andere Hand wieder dazu nimmt, unauffällig. Was ich auch gerade gemacht habe, der Move fällt mir auch recht gut, einfach eine Hand vorstrecken. Rumdrehen und dann kann man auch mit dem Ellbogen wieder zurückgehen, meinetwegen. Und wenn man dann so ist, dann geht es natürlich auch wieder leicht, einfach zack, wieder in die Grundbewegung und dann geht es weiter. Oder, also aus der Bewegung kann man wirklich sehr viel entwickeln. Oder man kann auch einfach, wenn man draußen ist, eine Hand zurückziehen, wie so beim Bogenschießen ein bisschen. Eine Hand zurückziehen, dann mal vor, dann rumdrehen, zurück. Ellbogen und dann meinetwegen so, also so die Hände so übereinander gehen, aufrollen, dann ist man wieder in dieser Grundbewegung drin. Also ihr seht, eurer Fantasie ist eigentlich keine Grenze gesetzt, ihr müsst es einfach nur machen, schauen im Spiegel oder auf der Webcam, ob es gut ausschaut und wenn es euch gefällt, dann baut ihr in euer Repertoire ein. Und ich sag mal so, das waren jetzt eigentlich die Basics. Ich habe noch einige mehr, sag mal, Moves, aber die sind jetzt für Anfänger eigentlich nicht so gut geeignet. Wenn noch Bedarf da ist, mache ich auch gerne noch ein fortgeschrittenes Video.